Das Mentalisieren findet ab 4,5, 5 Jahre statt, immer so als ungefähre Werte. Und die vorherigen Modi sind ja sogenannte prämentalistische Modi. Ja, wir haben also eben noch keine Fähigkeit zu mentalisieren im engeren Sinn, sondern es ist ja eine andere Form, sich selber und die Welt und die Beziehungen wahrzunehmen, ja, die andere Mechanismen und einer anderen Logik entspricht. Im ersten Teil, in diesem Körpermodus, wenn ich auf die Welt komme, ist mein Körper wirklich das zentrale Moment. Alles, was ich erlebe, was ich wahrnehme, ist in diesem Körper drin und wird über diesen Körper ausgedrückt und beantwortet durch meine Umgebung, was wiederum einen Einfluss nimmt auf das, was mein Körper damit macht. Also ich bin zum Beispiel erregt, ja, weil ich hungrig bin, weil es mir langweilig ist. Ich spüre ja ein Unbehagen in meinem ganzen Körper bis zum kleinen Zeh und schreie, was jetzt eigentlich ein bestimmtes Ausdrucksverhalten, und bin ja in der Phase angewiesen auf primäre Bezugspersonen, die verstehen wollen, versuchen zu verstehen, die mich versuchen zu lesen. Und diese Person macht dann etwas, ja, weil sie meint, verstanden zu haben zum Beispiel, dass es mir langweilig ist, gibt mir also irgendwie was zu spielen. Und das führt dazu, dass meine Erregung runtergeht und ich mich dann entspanne und ich fange an, diese Geschichten, die ja zunächst mal körperlich sind und mit Entspannung zu tun haben, zunehmend auch so als Engramme, als kleine Bilder, ja, über das, was ich erlebt habe, wie der Stern ja das auch beschrieben hat, bei mir irgendwie zu deponieren und zu archivieren. Und kann ja dann zunehmend da und dort, weil es ja beim Mentalisieren letztlich um Selbstregulation, um Affektregulation geht und um Beziehungsregulation, fange dann nach und nach an, erste eigene selbstregulatorische Kompetenzen aufzubauen, aufgrund dessen, was ich erfahren habe in diesen ersten Zyklen mit primären Bezugspersonen, die natürlich sich 1000-fach, 10.000-fach wiederholen im Laufe des ersten Lebensjahres. Also ich werde irgendwie von der primären Bezugsperson gewiegt, ja, ich erlebe einen Rhythmus, was mich beruhigt, was mir gut tut, und ich bin im Körpermodus natürlich dann auch dran, mich so selber zu beruhigen. Also ich werde dann mich auch eher so wiegen oder lernen, dass bestimmte Bewegungen mich entspannen oder mich ablenken, ohne dass das ein Bewusstsein ist, weil das eben alles noch sehr, sehr körperlich und natürlich auch noch hochimitativ stattfindet. Das wäre so die erste Phase. Und wenn ich an die Psychopathologie denke und den Körpermodus, dann denke ich da, dass man da auf Menschen trifft, also jetzt, wenn ich an Kinder denke, auf Kinder trifft, die eigentlich sich nur spüren, wenn sie körperlich aktiv sind, ja, oder wenn körperlich was läuft. Es gibt keine Vorstellung eines Selbst, was nicht unmittelbar mit dem Körper verbunden ist. Das ist dieser Körper, ja. Und ich sehe das häufig auch bei Kindern, die als sogenannt hyperaktiv gelten, dass es schlussendlich auch um eine Selbstvergewisserung geht. Ja? Solange ich aktiv bin, solange ich mich bewege, es gibt diesen schönen Satz von I move, therefore I am, weil ich mich bewege, bin ich, spüre ich mich und bin ich überhaupt. Ja? Und wenn man mich in dem Moment quasi zwingen würde, sitzen zu bleiben oder ich mich nicht bewegen kann, dann gibt es mich nicht. Das ist eigentlich ein Abgrund und eine riesige Angst, die bei mir entsteht. Dieser Körpermodus, denke ich, ist in Therapien mit Kindern ganz, ganz wichtig. Und die Frage dann auch, wie nehmen wir denn auf? Weil die Frage ist, wie kommen wir dann in den Modus, um das Kind dort zu erreichen, ja, und zu berühren? Weil Worte manchmal nicht genügen oder noch nicht genügen. Das ist das Ziel, dass sie dann mal helfen könnten. Und da denke ich, ist wirklich so die, also die sind die Anleihen oder die Referenzierung auf so Mutter-Kind-Interaktionen in den ersten Monaten ganz, ganz zentral. Eben, wie kriege ich einen Rhythmus her mit dem Kind? Wie komme ich in die Bewegung rein mit dem Kind? Ich habe da immer wieder das Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat und wo ich sehr vieles gelernt
habe von diesem kleinen Jungen. Ein Junge, der zu mir in Therapie kam und eigentlich immer wieder so als Roboter kam, ja, also und sich als Roboter bewegt hat und wo ich lange Zeit sehr hilflos war. Wie komme ich in Kontakt mit diesem kleinen Menschen, der so wie ein Roboter hin und her läuft und wo es vom Nonverbalen, vom Atmosphärischen her so klar ist, dass er eigentlich ganz unglücklich und verzweifelt ist und dass er eigentlich gerne mit mir irgendwie in Kontakt kommen will, aber dass es wie nicht gelingt, bis mir dann doch die Idee mal kam, einfach das Gleiche zu tun wie er. Ja, da habe ich mich wahrscheinlich auch an Bettelheim erinnert irgendwo. Das ist ja immer gut, wenn man auch Theorien hat, die da noch im Kopf rumschwirren, wenn man derart hilflos ist. Aber ich wollte ja in Berührung kommen, in Kontakt kommen mit ihm und habe einfach angefangen, neben ihm herzulaufen als zweiter Roboter. Und wir haben ganz viel Zeit damit verbracht, zusammen hin und her zu laufen, ja, bis ich das irgendwann mal dann auch zunehmend verbalisiert habe und wir so zusammen etwas haben aufbauen können. Ja? Eigentlich in diesem Körpermodus, nonverbal, was sein Zustand, seine Befindlichkeit abgeholt hat. In ganz vielen Kontexten in der Psychotherapie haben wir es wirklich mit Menschen zu tun, die im Körpermodus sind oder am Übergang zum teleologischen Modus. Ich denke auch an die ganzen Essstörungen bei Adoleszenten. Da habe ich sehr viele Jahre mit jungen Frauen gearbeitet, mit Anorexien und Bulimien. Und wie wichtig da eben dieser Körper ist und als Container und wie stark alles an diesem Körper abgehandelt wird und wie wir dann als Therapeutinnen einen Weg suchen müssen, ja, in Kontakt zu kommen mit diesem Empfinden der Körperlichkeit und da diese ja, Begegnungsmomente herzustellen in Therapien. Im teleologischen Modus, da denke ich eigentlich, geht es wirklich darum, dass ich irgendwie mich als kleines Kind, als Baby noch nur verorten kann, wenn reale Handlungen stattfinden. Ja, ich bin ja noch sehr abhängig, ja, oder reale Objekte da sind, reale Gegenüber, die mich beschützen, die mich regulieren. Ja. Also der Weg der Selbstregulation ist ein langer Weg, der ja erst eigentlich mit etwa 9 Jahren in etwa stabil vorhanden ist. Und vorher bin ich ja sehr auf mein Gegenüber angewiesen. Und in diesem teleologischen Modus ist, wenn ich jetzt wieder kurz auf die Psychopathologie gehe, ist das eben so relevant. Eine Adoleszente hat mal zu mir gesagt in der Therapie, wissen Sie, Frau Dietz, ich brauche von Ihnen nicht Software, sondern Hardware. Ja, und das ist es, ja, da haben wir den teleologischen Modus. Es braucht was Konkretes. Wieso kann ich nicht irgendwie zu Ihnen kommen? Ja? Oder ich denke an die kleinen Kinder, die nicht verstehen, zum Beispiel in Therapien, aber auch in anderen Kontexten, warum ich nicht zu ihrem Geburtstag komme. Ja? Oder warum sie jetzt nicht zu mir heimkommen können und meine Katze kennenlernen wollen. Oder so. Also diese Konkrete, ja, diese Notwendigkeit, dieses Konkrete, die konkreten Handlungen, die konkreten Objekte zu haben, um sich orientieren zu können, ja, um sich selber ja, wahrnehmen zu können und ja, regulieren zu können und auch in der Beziehung einigermaßen orientieren zu können. Also sehr viele Patientinnen, gerade Patientinnen, Adoleszente, aber auch ältere, auch kleinere, für sie ist es ja ganz wichtig, dass man quasi konkrete Verhaltensweisen zeigt, die in ihren Augen zeigen, dass man sie gern hat oder dass sie einem etwas bedeuten. Und sie versuchen einem ja ständig an diesen Punkt hinzubringen, ja, dass man eben was Konkretes macht, mindestens ein Glas Wasser, ja, bringen oder so. Und wir machen es ja dann schlussendlich auch immer wieder. Das ist ja auch richtig so, dass wir das machen, dass wir ein Stück weit ja auch agieren, in den Handlungsdialog gehen, und dann aber miteinander eben auch angucken, um was geht es da, oder? Und wie viel von dem Konkreten kann man da leisten und geben und wo geht es aber auch um nach Dingen zu suchen, die nicht so konkretistisch sind. Und für mich sind das häufig dann, da komme ich eigentlich fast zum Äquivalenzmodus, also wenn dann zunehmend die Fähigkeit besteht, Sprache zu nutzen. Sprache ist magisch, ja? Sprache ist was Wunderbares, weil Sprache bedeutet, dass ich mich zunehmend innerlich strukturieren und orientieren kann. Sprache bedeutet, dass ich mich selber besser regulieren kann. Sprache bedeutet, dass ich
kommunizieren kann. Aber ich denke, in dem Alter in zweiter Linie. Das hat ja sehr viele selbstregulatorische Momente in dieser Sprache drin. Und ich bin drauf gekommen, weil ich denke, dass mit dem Übergang dann in den Äquivalenzmodus, ja, in diese reiche Welt, wo so vieles entsteht, so vieles wahrgenommen wird, innen und außen, aber das noch nicht so ganz klar ist, eine Sprache, die eben sinnlich und bildhaft ist. Was für mich auch ganz, ganz zentral ist dann für die Therapien. Wie gelingt es mir, Menschen, die prämentalistisch sind, ja, am Übergang Teleologie oder auch im Äquivalenzmodus, eine Sprache, Worte zu finden, die sie berühren, ja, die was sagen, was wichtig ist. Und die helfen, diese Welt zu strukturieren, dieses Innen und Außen voneinander zu unterscheiden, dieses Du und Ich oder selbst und die anderen voneinander zu unterscheiden, aber auch miteinander zu verknüpfen, was im Äquivalenzmodus ja auch ganz wichtig ist. Also da wird ja, das ist etwa ab 1,5 Jahre bis 4, da ist ja auch die Sprachmächtigkeit und wir haben ja diese Kinder, die zuerst auch mit der Sprache spielen, wie mit Holzklötzen und so gucken, was löst das aus, was macht das, was macht das nach innen, was macht das nach außen, wenn ich diese, ja, Keks, nein, ja, was löst das aus? Und zunehmend aber verstehen, lernen, auch im Rahmen des Symbolisierungsprozesses, dass Sprache ganz vieles beinhalten kann an Affekten und der Selbstregulation und eben letztlich der Beziehungsregulation nach und nach dient. Der Äquivalenzmodus in der Entwicklungspsychologie, ja, das ist wirklich diese Isomorphie zwischen innen und außen, diese, wenn ich denke, oder nicht wenn ich denke, wenn meine Mama mir eine Geschichte erzählt, wo ein Monster vorkommt und ich muss dann ins Bett, dann ist das Monster halt da. Und das ist da. Das ist etwas, was ich mit ganz vielen Eltern in Elternberatung diskutiere. Es ist wirklich da. Und es nützt auch nichts, wenn ich als Mama oder Papa sage, ja, es gibt aber keine Monster mit 7 Köpfen und 3 Nasen. Das ist entstanden im Kopf des Kindes und das hat seinen Weg nach außen gefunden und das sitzt jetzt dort und wartet, bis Mama und Papa rausgehen und dann passiert's. Also dieses Innen-Außen. Als ganz, ganz wichtiges Moment. Im Pathologischen ist es natürlich häufig verbunden mit Angststörungen, ja, in allen Altersklassen. Weil wir diese Isomorphie haben, ist da sehr viel Angst ein Thema. Ist natürlich auch sehr häufig der Äquivalenzmodus im Zusammenhang mit Traumatisierungen, also Flashbacks, ja, und viele der Phänomene, die wir bei traumatisierten Menschen haben, sind eigentlich Zustände, wo Menschen im Äquivalenzmodus sind, wo es eben keinen Unterschied zwischen der Innenwelt und der Außenwelt gibt. Die Innenwelt stülpt sich über die Außenwelt. Das Vergangene, jetzt zum Beispiel im Traumatischen, stülpt sich über die Realität im aktuellen Geschehen. Äquivalenzmodus ist natürlich extrem mit Affekten behaftet und sehr leidvoll. Menschen, die im Äquivalenzmodus leiden, haben eben häufig sehr starke Ängste, haben große Schwierigkeiten, ihren Platz in dieser Welt zu finden, sich nicht ständig bedroht zu fühlen von Scheinriesen, sage ich dem manchmal, wirklich wie bei der Geschichte vom Lukas, der Lokomotivführer, ja, und ich sehe dann meine Aufgabe als Fachperson, sie eben dorthin zu führen, damit wir zusammen gucken können. Und da ist ja eben auch das Mentalisieren wichtig. Das ist eben ein Scheinriese. Ja, da ist zwar was, aber das ist nicht so riesig und bedrohlich, wie sich das anfühlt. Parallel zum Äquivalenzmodus ist ja dieser Als-Ob-Modus auch alternieren. Das sehen wir ja auch bei den Kindern, oder? Also dieses Verwischen zwischen innen und außen, aber auch diese Fähigkeit, sich total abzukoppeln, in dieser Fantasiewelt, Spielwelt zu sein, ja, jenseits der Realitäten. Und da kommt mir eigentlich immer ein kleiner Junge in den Sinn, den ich in einer der empirischen Studien an der Uni Zürich bei Bischof mal gesehen hatte. Den hätte ich fragen sollen, ob er jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja, so ein 2,5-jähriger Kleiner, habe ich dann auch brav gemacht, war Teil des Settings und hat mich dann ganz empört angeguckt und hat gefunden, ich bin eine Schildkröte. Und für mich als junge Psychologin war das relativ komplex, dann den weiteren Verlauf des Experiments zu gestalten, weil ich da noch nicht verstanden habe, also wenn ich mit dem Kleinen
Jungen in Kontakt kommen will und arbeiten will, dann muss ich anerkennen, ja, dass er eine Schildkröte ist. Und ich muss eben da in diesen Modus reingehen und ihm als Schildkröte begegnen und dann gucken, was wir miteinander machen können. Die Mutter hat mir dann auch nachher erzählt, nach dem Experiment, dass er seit 2 Wochen eine Schildkröte sei und dass eigentlich nichts ginge im Alltag, wenn man ihn nicht ganz klar als Schildkröte behandle und mit ihm umgehe. Also da war er eigentlich immer in diesem, diesem Als-ob-Modus und hat da damit gespielt und hat da damit natürlich auch etwas ausgearbeitet, was ganz zentral war, ja, für seine weitere Identitätsentwicklung, weil diese Schildkröte hat ja ganz, ganz viel spannende Dinge gemacht. Ja, also der Als-ob-Modus, der dadurch gekennzeichnet ist, insbesondere bei komplex traumatisierten Kindern und Jugendlichen, dass wirklich eine Abkopplung zwischen Affekt, ja, und Erfahrung oder Verhalten stattfindet und wo wir in der Arbeit mit komplex traumatisierten Kindern, sei es in der Pädagogik oder in der Psychotherapie, erleben, dass sie dann in diesem Als-ob-Modus ganz viele schreckliche Dinge einfach erzählen können, ja, völlig unberührt erscheinen, also das erzählen können, dann irgendwie weiter, zum Beispiel im pädagogischen Alltag, dann zum Essen gehen. Und wichtig ist, denke ich, dass wir da als Fachperson, als Gegenüber nicht auch in diesen Als-ob-Modus kommen. Der bietet sich natürlich an, weil das ist ja schrecklich eigentlich, was dann bei einem an Gefühlen, ja, als Reaktion auf die Erzählungen kommt, dass man dann vor allem dann mit Techniken oder ressourcenorientierten Vorgehensweisen versucht, das irgendwie wie wegzumachen. Ja. Bestenfalls kann man sagen, haben wir dann als Ob-Modus geschehen, was dann kontrollierter ist. Ja? Und häufig ist es ja einfach automatisch. Der dissoziiert oder spaltet halt die Gefühle ab. Aber ein resonantes Erleben eines Gegenübers in Zusammenhang mit dem, was man erlebt hat, ja, also eine Verdauung eigentlich der Erwachsenenbezugsperson ein Stück weit von den Dingen, die ich da zu berichten habe, braucht eigentlich wieder den Körper, braucht die Selbstreflexion, braucht die Mentalisierung der Fachperson, damit das eben in kleinen Portionen prozesshaft wie zurückgegeben wird und das Kind nach und nach andere Wege findet, mit solchen Gefühlen umzugehen, als sie nur im Als-ob-Modus abzuspalten. In der Pathologie, ja, finden wir den Als-ob-Modus bei vielen Kindern, wo wir wirklich so eine Dissoziation, so eine Entkoppelung haben zwischen innere Welt und Außenwelt oder zwischen Gefühlen und Verhalten. Ich denke, auch wenn ich jetzt an den Roboterjungen denke, da hatte ich wirklich auch diesen Als-ob-Modus über lange Zeit. Es ist ja auch nicht so, dass man das so genau voneinander abtrennen kann. Die sind natürlich zum Teil auch parallel, diese prämentalistischen Modi, situativ vorhanden ab einem gewissen Alter. Deshalb 1,5 bis 4, da haben wir eine große Überschneidung als Äquivalenzmodus. Der teleologische Körpermodus überschneiden sie sicher auch über weite Strecken. Und in diesem Als-ob-Modus, eben auch als Roboter, war das sicher auch ganz stark. Keine Affekte, ja, auch die Darstellung und der Ausdruck des Affektlosen, ja, Roboterhaften, wo man eben all diese schlimmen Gefühle nicht haben muss, die man nicht benennen kann, die man nicht regulieren kann, die nicht anerkannt und validiert werden durch die Bezugspersonen, sondern man quasi rein ist auf der emotionalen Ebene und dann ist das Leben einfacher. Also dieser Als-ob-Modus, denke ich, finden wir bei vielen auch psychopathologischen Störungen in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter oder eben auch zusammen mit diesem Hin und Her zwischen Äquivalenz und Als-ob-Modus, was ganz, ganz schwierig ist. Als-ob-Modi finde ich aber auch immer wieder bei Kindern ab der mittleren Kindheit. Ja, das sind so die Supergescheiten, ja, die dann eben so sehr rational, intellektualisierend, also ohne Affekt, ohne Bezug zu den eigenen Befindlichkeiten mir die Welt und sich selber und die Familie und so erklären. Wo wir dann in der Mentalisierungstheorie auch so von Hypermentalisieren, ja, also, und das sehen wir dann auch später, reden. Also jemand, der das wieso kann, aber rein kognitiv. Es ist ein rein kognitives Geschehen, ja, wo Dinge verknüpft, analysiert werden, aber es fehlt
die Verbindung zum affektiven Geschehen, zum körperlichen Geschehen. Also das ist dann auch als Therapeutin spürbar. Ja, da erzählt jemand, aber es berührt mich überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keine Verbindung. Ich kann das zwar kognitiv nachvollziehen, aber es lässt mich kalt. Das ist ja auch häufig und, denke ich, ganz, ganz schwierig bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen, dass die aufgrund dessen, was sie erlebt haben, ja nicht mentalisieren können und dort zurückregrediert sind oder auch stehen geblieben sind und dass sie dann in der Lage sind, zum Teil im Als-Ob-Modus schreckliche Dinge zu erzählen, ja, die wir dann als Fachperson, als Gegenüber hören und wo wir uns wundern, wie denn das möglich ist, dass das Kind mir das so erzählen kann und die Affekte dann bei mir landen und wo es wirklich eine große Herausforderung ist, nicht selber in den Als-Ob-Modus zu kommen, ja. Und dann mit Techniken, seien es imaginative Verfahren oder Notfallköffer, sowohl in der Pädagogik wie in der Psychotherapie, eben auch im Als-Ob-Modus irgendwie zu reagieren und da irgendwas reparieren zu wollen, möglichst ressourcenorientiert womöglich, was per se ja gut ist, aber in dem Moment ja sehr an diesem Modusgeschehen des Kindes vorbeigeht. Ja, also da geht es ja darum, vor allem auch dieses Emotionale mal zuzulassen, bei sich auch zuzulassen. Ein zentrales Moment der Mentalisierungstheorie ist wirklich die Überlegung, dass in menschlichen Beziehungen es immer wieder zu Nichtabstimmungen, zu Missverständnissen, zu Brüchen in der Kommunikation kommt. Und dass es sehr wichtig und entscheidend ist, dass diese wahrgenommen werden, ja, validiert, benannt werden, gerade im Zusammenhang mit kindlicher Entwicklung ganz zentral, ja, dass diese Wahrnehmung des Kindes häufig dann auch validiert wird. Ja, das ist so. Also ganz entscheidend diese Wahrnehmung, Benennung und dann aber natürlich für die Weiterentwicklung der Beziehung und die Möglichkeiten des Kindes da auch was zu lernen, im Sinne des sozialen Lernens, ganz zentral. Wie repariere ich sowas? Ja? Wie gehe ich damit um? Und ich denke, da haben wir eine ganz zentrale Überlegung vom Mentalisierungsmodell herkommend noch, und zwar das Thema des Vertrauens, des sogenannten epistemischen Vertrauens. Ja, in der Mentalisierungstheorie wird davon ausgegangen, dass Dinge gelernt und übernommen werden können, vor allem dann, wenn eine basale Vertrauensbeziehung besteht. Und mit diesem epistemischen Vertrauen geht man noch ein Stück weiter, weil es darum geht, wie nehme ich mein Gegenüber wahr? Nehme ich mein Gegenüber als glaubwürdig, konsistent, auch positiv meinend, wohlmeinend wahr und deshalb das, was dieses Gegenüber sagt, auch als relevant und entscheidend für mich und nehme ich dann das auf und implementiere das in meine Art, mich und die Welt zu sehen oder eben nicht. Also das epistemische Vertrauen als ein ganz wichtiger Faktor, der sich in funktionierenden Beziehungen, in Bindungsbeziehungen entwickelt und dazu führt, dass ich dann im Laufe der Kindheit an dem Punkt bin, wo ich in der Lage bin, Dinge von anderen Menschen entgegenzunehmen, ja, und zu nutzen für mich und meine Entwicklung, beziehungsweise, und das denke ich ist auch wichtig, auch wahrzunehmen, in welcher Situation es eben nicht wohlmeinend ist und auch nicht hilfreich ist und wo ich es eben nicht entgegennehmen muss. Also es geht schon nicht darum, dass man sagt, ja, es ist einfach gut, wenn man epistemisches Vertrauen hat und in der Lage ist, aufzunehmen, dann läuft es am besten, dann haben wir den Resilienzfaktor sozusagen, sondern es geht um eine Differenzierung. Ja. Kleine Kinder sind ja sehr in der Lage, Bindungspersonen gegenüber offen zu sein und alles relativ kritiklos aufzunehmen. Und sie müssen ja ein Stück weit lernen, auch zu differenzieren. Der Mama kann ich ja vielleicht trauen, aber den anderen ja dann nicht. Und ich denke, dass es braucht auch eine gewisse Wachsamkeit. Ja? Und die muss dann auch erlernt werden und Differenziertheit. Aber dieses epistemische Vertrauen hat natürlich einen positiven Einfluss auf die Beziehung. Ja?
je mehr ich vertrauen kann, umso besser ist die Beziehung, umso besser kann ich auch mentalisieren. Je mehr ich mentalisieren kann, umso eher kann ich vertrauen. Also es ist natürlich eine Wechselwirkung. Je mehr ich mentalisiert werde und mentalisieren kann, umso positiven Einfluss habe ich auf die Bindung. Also es ist wirklich so eine zentrale Stelle, ja, wo sich die Bindung und das Mentalisieren drumherum organisieren. Das ist auch vor allem im pädagogischen Bereich ein total wichtiges Thema, ja. Wenn wir eben darüber reden, was sind dann die zentralen Bausteine? Und da muss man sagen, ja eben, das epistemische Vertrauen aufzubauen bei den Kindern, vor allem wenn sie aus belasteten Systemen kommen, ist eigentlich das zentrale Moment. Und das transportiert sich über Mentalisieren und positiven Beziehungsangeboten. Und das ist der Superhighway. Wenn der offen ist, dann lernt er auch Mathematik. Aber wenn der nicht offen ist, ja, sondern wenn da Misstrauen ist, ja, also ein übermäßiges Misstrauen, nicht eine Wachsamkeit, das ist eine andere Dimension, ja, die wichtig ist ab einem gewissen Alter, sondern wirklich ein Misstrauen, epistemisches Misstrauen, dann werde ich nicht lernen. Kein soziales Lernen und wahrscheinlich auch sonst wenig aufnehmen. Demher denke ich, ist das wirklich eine wichtige Ebene, auch dann in der Arbeit, ob es uns gelingt, Menschen, die belastete Erfahrungen gemacht haben und Mühe haben zu vertrauen, dass sie bei uns die Erfahrung machen, dass wir vertrauenswürdig sind. Und das sind natürlich Dinge, die sie immer wieder testen und man wieder zeigen muss, ist man wirklich vertrauenswürdig, ist man glaubhaft. Das ist ja eine hohe Anforderung, die wir immer wieder erleben, sowohl in Institutionen wie auch in Psychotherapien mit belasteten Kindern, weil sie ja immer mit wichtigen Fragen kommen, wo wir an dem Punkt sind, wo die Frage ist, was kann ich, was darf ich sagen? Vielleicht rechtlich oder situativ. Und was muss ich aber sagen können, um dieses epistemische Vertrauen quasi auch zu befördern, ja, um transparent und echt sein und um wirklich dieses Bedürfnis des Kindes abzuholen. Also ich umschreibe es immer, ja, und ich schreibe es manchmal auch, wenn ich schreibe, in Klammern. Also ich bleibe dann doch beim Vertrauen und sage dann dazu, also Vertrauen, dass die Dinge, die mir mitgeteilt werden über mich und über andere und die Welt, glaubwürdig sind und von einer wohlmeinenden Person kommen. Also ich umschreibe es dann relativ lang und das ist es, oder? Also ist das Gegenüber für mich glaubhaft und eben wohlmeinend? Gehe ich davon aus, dass wenn die Mama sagt, das solltest du nicht machen, da würdest du dich verbrennen, ja, dass das so stimmt, dass es wohlmeinend ist, dass es etwas ist, was sie mir sagt, damit ich geschützt bin? Oder muss ich davon ausgehen, dass es ganz was anderes ist im Hintergrund? Also ich glaube wirklich, dieses Wohlmeinende und Glaubwürdige, weil man weiß ja aus der entwicklungspsychologischen Forschung, dass ja ganz kleine Babys und zum Teil schon kleine Kinder durchaus in der Lage sind zu differenzieren zwischen Aussagen, die passend sind und stimmig oder nicht, obwohl sie weit davon entfernt sind, kognitiv und sprachlich, das in irgendeiner Form zu vermitteln, aber es ist sichtbar und messbar. Also wie stark wir als Menschen da am Gucken sind. Was bist denn du für eine? Ja, also was machst du mit mir? Was sagst du? Aber was bist denn du eigentlich für eine? Also dass das ganz, ganz zentral ist.